Ein Irre sitzt in seinem Zimmer vor einem Eimer. Arzt, was machen Sie da? Ich fange Walfische. Und haben Sie schon einen gefangen? Sind Sie verrückt, Herr Doktor? Im Eimer? Und mit diesem schlechten Arztwitz willkommen zu einer neuen Datezeit hier mit Two Point Hospital, wo hoffentlich bald der Punk abgeht. Derzeit wird ja noch so ein bisschen gewartet, dass überhaupt die ersten Patienten eintreffen. Aber da können wir ja derweil schon mal eine Station bauen, oder? Ja, komm. Die Station können wir hinpacken. Och, ich weiß nicht, packen wir die hier hin? Da ist zumindest genug Platz dafür. Ja, nehmen wir lieber die Tür. Packen die mal ein bisschen weg. Machen denn doch lieber unser gewohntes Layout, sage ich mal. Und 4 Betten reichen hoffentlich erstmal aus. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Mal sehen, ich weiß nicht. Doch, das scheint die Bettzugänglichkeit nicht zu behindern. Oder vielleicht auch doch. Ja, wieso geht das beim einen und beim anderen nicht? Haha, jetzt geht es. Gewusst wie. So, dann haben wir hier noch Platz für eine Waage und Diagnosebeschluss. Nein, will ich nicht abbrechen. Wo denkt ihr hin? So fies bin ich auch nicht. Nur fast. Oha, mal sehen. Da können wir noch einen Feuerlöscher unterbringen. Die Hygiene dafür ist auch gesorgt. Halten wir das Ganze auch nochmal ein bisschen warm hier, ne? Zack. Mit einer Heizung, wo sich niemanden stört. Auch wenn sie hässlich platziert aussieht. Aber bekanntlich ist mir das ja eigentlich ziemlich wumpe. Ich muss ja nicht damit leben. Ach komm, da machen wir sogar eine normale Pflanze. Da machen wir so richtig schön. Wenn schon, denn schon. Schrank bekomme ich nicht mehr unter. Der Zug ist abgefahren. Haha, hier kriege ich die ja noch hinter. Das ist schön. So, und hinter die Waage mache ich auch noch ein. Wo die nicht so sehr ins Auge fallen. Ich weiß, ich bin eine Pissnelke, was das angeht. Aber hey, wer kann, der kann. Na, machen wir da noch so ein Zertifikatchen hin. Dann meine heißgeliebten Bilderchens. Ach komm, hier kriegen die einfach mal lauter so eine schönen Sachen hingemacht. Außer der hat ein Zertifikat. Ich weiß zwar nicht, was er damit anstellen soll, aber hey, ist ja nicht mein Pech. Von daher passt das schon alles. Ey, das reicht ja aus. Mehr brauchen wir nicht. Damit kann man auch schon glücklich werden. Oh, neue Ärzte. Ja, das ist doch genau das, was ich will. Motiviert. Und verschlafen. Verschlafen wollen wir nicht, aber motiviert. Komm, den kann man noch formen. Den stellen wir einfach mal ein. Krankenpfleger können wir vielleicht auch noch ein. Nur Stromkopf. Nee, der ist weg. Ein charmanter Herzensbrecher. Auch ich weiß ja nicht. Lassen wir das Ganze mal lieber ein bisschen warten. Man muss ja nicht alles überstürzen. So, ist jetzt die Frage, ob wir hier irgendwas dann anders bauen, um den Platz hier ordentlich mitzunutzen. Da bin ich mir noch so ein bisschen unentschlossen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sowieso dazu tendieren, tatsächlich schon irgendeine andere Örtlichkeit hier mit einzubeziehen. Mag vielleicht etwas dreist erscheinen, aber irgendwie macht das für mich Sinn. Ah, das könnte für unseren Versammlungsraum am besten geeignet sein, weil er sehr gut erreichbar. Ach, das ist jetzt die Glaubensfrage.
Ach, scheiß drauf. Ich mach einfach mal hier mein Ding. Und hoffe mal das Beste. Mal sehen, wie lange das braucht. Können wir ja mal ein bisschen zuschauen. Ich meine, noch ist, glaube ich, nicht so großartig der Betrieb bei uns los. Ja, erstmal bauen wir ja auch hier Forschungszentrum und so. Ich erkenne langsam das Problem des Ganzen. So, das Ding ist schon mal soweit fertig. Jetzt kann der eigentliche Bau beginnen. Wobei, hier wird auch noch zurückgebildet. So, so langsam könnte ich hier aber auch anfangen, neue Wege zu bauen oder so ähnlich. Mal sehen, wie das denn am Ende hier vom Zugang ausschaut. Ich vermute, hier könnte womöglich der Ausgang dann sein. Ausgang, Eingang, wie auch immer. Hauptsache Eingang. Ja, und da. Okay. Dann wäre das soweit geklärt, glaube ich. Ja, das ist ordentlich Raum, den wir verwenden können. Da müssen wir mal sehen, wie wir das am besten anstellen. Was bauen wir da denn alles rein? Pläne hätte ich auf jeden Fall. Die Frage ist, was ich zuerst mache. Boah, ich würde einfach mal... Kann ich das verschieben? Kann ich das ganze Teil hier einfach verschieben? Ja, kann ich. Perfekt. Das brauche ich dann einfach mal hier so am besten rein. Haha. So, passt doch wunderbar. Dann baue ich hier Psychiatrie Nummer 1 auf jeden Fall. Passt doch wunderbar. Er freut auch schon die Leute, das ist angenehm. Nö, da baue ich mal hier so. Ja, ich hoffe, das wird hier nicht zu eng irgendwann. Das ist ja doch ein größeres Gebäude. Wir werden es ja sehen, ne? Hinterher ist man immer schlauer, wie ich zu sagen pflege. So, da können wir nochmal hier ordentlich reinbuddern. Brauchen wir auf jeden Fall. So, hier müssen die es doch muckelig warm haben, finde ich. Kaffeemaschine, ja komm. Da muss sowieso Kaffee. Kann man vielleicht auch mal dem Patienten anbieten, womöglich auch ein Wässerchen. Man weiß es nicht. Trophäenschrank, warum nicht? Yucca-Palme kann man hier noch. Oder da. Ja, machen wir dahin. Da können wir noch sowas in der Art. Da kommen irgendwie Schränke hin. Ein gemütlicher Teppich. Einfach mal so reingepflanzt. Oh, ich kann mal stoppen, habe ich bemerkt. Dann haben wir ja schon fast das Notwendigste alles fertig soweit. Ha, geil. Nee, da möchte ich kein Gebilde haben. Da eher hier sowas Adäquates, das ist schon, angenehmer. Das sind schöne Bilder, das kann man haben. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sogar in zweierlei Ausführungen. Ein bisschen Anatomie schadet auch nicht, damit man weiß, dass auch der Körper irgendwas damit zu tun hat. Und dann sagen wir fertig. Ist die Laube. Jetzt brauchen wir leider nur noch einen Arzt, der da auch fachlich gut ist. Will mehr Geld, teuer und verschlafen, Top-Arzt. Nein, sorry, ist nicht. So leid es mir tut. Schmutzfink, inspiriert, hast du nicht gesehen, gedöhnt. Oh ja, das kann man ja eigentlich hier mit hin transportieren. Muss man ja jetzt nicht zu ernst nehmen. Dann haben wir hier nämlich eher so unsere Diagnoseräumlichkeit. Da kann man ja theoretisch sogar irgendwas in die Richtung bauen. Aber wir brauchen noch immer unseren Psychodoktor, das ist das Problem. Rockenrolitis entdeckt, yes! Und dreckiges Mundwerk, perfekt. Wir haben hier ordentlich Krankheiten. Das ist quasi unser Geschäftsmodell.
how times have changed. Ich weiß nicht, soll ich da irgendwie Pausenraum oder so? Brrr. Das wird ein großer Pausenraum, aber das macht nichts. Das geht schon in Ordnung soweit. Wenn es der einzige ist, dann geht das erstmal in Ordnung. Komm, ich mache hier sogar richtig große Sofa-Ecke. Wie gesagt, das wird unser Mega-Pausenraum. Da kann man sich das mal gönnen. Haha, so muss das. Wobei ich ja gemerkt habe, je mehr Ecken so ein Ding hat, desto mehr kann man da eigentlich unterbringen. Da sind eigentlich diese völlig quadratischen Dinger nicht sonderlich förderlich. Um ehrlich zu sein. Ach komm, machen wir da mal noch einen Feuerlöscher und hier von mir aus neben dem Fernseher, falls da irgendwie mal so richtiger Dreck laufen sollte, besser ist. Ja, dann machen wir hier nochmal erst futtern, dann desinfizieren. Klingt eigentlich gut. Da dürfen die auch ruhig ein bisschen zocken. Kaffeeautomat gibt es natürlich auch. Ein schöner Trophäenschrank ist auch immer nett. Da können wir was unterbringen. Dann hier noch daneben so und in der Ecke. Ach komm, wir machen hier heute richtig schön. Quasi richtig das Vorzeigemodell. Ein Teppich, ja komm, hau rein. Ich bin heute spendabel. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da kann auch ein Ding hinter. Da können sogar jeweils zwei hinter. Telefönchen kann man machen, muss man nicht. Da auch lieber so gemütliche Bilder. Muss ja nicht immer alles hier mit der Arbeit zu tun haben. Außer vielleicht, ja, was können wir machen? Ja, helle Leuchten, wenn da schon im Raum keine sonst sind, dann braucht man zumindest so ein gemütliches Bildchen. Oh, und ist das nicht gemütlich? Also wenn die sich da nicht wohlfühlen, dann habe ich auch keine Ahnung. Dann läuft irgendwas falsch im Starte. Jo, dann läuft das schon mal an. Wir können das Ding hier weiterlaufen lassen, so ist es. Zeitschriftenstand könnten wir theoretisch hier machen, aber da schon eher hier. Wobei ich nicht weiß, ob wir da noch irgendwann eine dritte Aufnahme brauchen, weil hier will ich auf jeden Fall eine zweite hinsetzen. Ich weiß nicht, wollen wir hier irgendwie so einen Daddelkasten? Ja komm, wir machen einen Daddelkasten hin. Einfach nur, weil wir es können. So, gibt es hier irgendwas Neues? Garstig, verärgert andere Leute. Ach, Mensch, Kines, macht es mir nicht so schwer. So kommen wir nicht weiter. Ach, das ist wieder die Feuchte. Die kennen wir doch schon. Die hatten wir doch im letzten Krankenhaus. Ein Klassenclown, jawohl. Stellen wir ein. Du bist eingestellt und du, ihr alle seid eingestellt. Das ist eine gute Einstellung. So, zwei Ärzte reichen, glaube ich. Nee, reichen nicht aus. Wir brauchen nämlich hier einen Psychodoc. Oh, Notfall, helles Köpfchen. Scheiße. Aber wir können es gebrauchen eigentlich. Bringt ja auch allein Geld dadurch, dass man die Patienten dann noch heilt. Von daher hauen wir einfach mal das Ding raus. Einfach so aufbiegen und brechen. Deswegen brauchen wir eine Entleuchtungsklinik. Genau. Hab ich doch gesagt. Uha. Ich weiß nicht ganz. Mal sehen, machen wir hier einfach mal das Türchen hin. Da das Ding rein. Hier die Konsole, so schön am Fenster, warum nicht? Dann können wir
können wir hier noch eine Heizung irgendwie ranstellen. Eine Kaffeemaschine, weil das ja immer gut ist. Nee, Wasser brauchen wir denn ja gar nicht. Juckerbalme. Da können wir noch mal zwei Schränkchens ranbasteln. Was wollen wir noch unbedingt haben? Wir besitzen 5 Kudosch. Davon können wir uns nicht wirklich was leisten. Deswegen nehmen wir stattdessen einfach mal so ein anatomisches Modell. Kann man auch nie genug haben. Heizung. Machen wir hier noch eine ran. Dann müssen wir halt gucken, dass wir das Ganze wieder versteckt mit Goldsternen zu pflastern. Aber da müssen wir auch ein bisschen 2 hinterklatschen, weil sonst wird das ein bisschen eng. Und ja, komm. Hier muss man einfach mal radikal sein und sagen, wir setzen auch offen die Dinger hin. Nicht ganz, wie ich wollte. Dann packen wir ein Zertifikat in die Mitte. Nein. Erste Mal. Dann auf jeden Fall brauchen wir hier die Erleuchtung. Da können wir es hinsetzen. Das passt wunderbar. Da machen wir auch noch eine hin. Ach du Schande, wir sind ja erst halb durch hier. Oh, dann brauchen wir offenbar doch erstmal noch ein paar andere Sachen. Oder vielleicht doch noch ein Wässerchen oder so. Keine Ahnung. Muss mir doch jemand sagen, dass es hier so lahmarschig ist. Sieht man ja kaum dort. Da auch noch irgendwie und kommen bei der Konsole auch noch und dann haben wir es auch so gut wie fertig. Dann kann hier noch irgendwo moderne Kunst beim Wassergedöns hin. Eine Ernährungspyramide tut auch immer gut. Und zu guter Letzt. Nein, reicht noch nicht aus. Was ist das für ein Drecksladen? So kommen wir doch nicht weiter. Ich kann so nicht arbeiten. Jucka. Nee, da haben wir ja sogar schon 2 Stück. Himmel, Arsch und Zwirn. Müssen wir doch noch irgendwo ein kleines Bildchen vergraben. Ach, machen wir das eben so. Und dann haben wir auch das auf Stufe 5. Was für eine schwere Geburt. Aber am Ende ja doch noch irgendwie geschafft. Sehen, dass wir hier irgendwie Temperaturen bekommen, die halbwegs zum Wohlfühlen sind. Ja, so halbwegs halt. Können wir erstmal da eins hin basteln. Was haben wir denn hier? Wir haben helles Köpfchen. Ja, ist ganz brauchbar, dass das entdeckt wurde. Habe ich mir sagen lassen. Da brauchen wir noch ein paar Bänke mehr. Können wir ja hier irgendwie mal vor die Station noch ein weiteres hinpacken. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch Automaten hier. So, was brauchen wir noch so in dieser Gegend? Auch noch einen Zeitungsständer. Wenn schon, denn schon. Wir können hier so richtig aus dem Vollen schöpfen. Pflanzen ist ja auch irgendwie noch nicht so das große Thema. Da machen wir es eben zum großen Thema. Manchmal muss man eben selbst sein eigenes Glück begünstigen. Bobby Pfannwender, Assistenzarzt. Herausforderung, heile 10 Patienten. Ja, dadurch, dass wir hier die Herausforderung haben, ist das gar nicht mal übermäßig unrealistisch. Also, das kann man durchaus mal angehen. Heizkörper, ja, machen wir auch nochmal. Einfach erstmal hier ein paar Dinger hinpflanzen, damit es nicht völlig popokalt hier ist. Und dann mal kurz. Wir warten noch auf neue Ärzte, okay. Soll vorkommen. Welches Level haben wir? Stufe 5, ja. Wir sind quasi ein Krankenhaus in the making. Ach, kommst gerade von der Pause zurück hier irgendwie. Pfleger Randy Bull.
Der hat auch nichts zu tun, glaube ich. Ah, und da ist wieder jemand an der Klingel hier, wollte ich schon sagen. Ach, du Schande. Machen die jetzt alle Pause oder was? Na gut, dass da ein Arzt benötigt wird. Um es mit Rüdiger Hoffmann zu sagen, das habe ich auch sofort eingesehen. Will mehr Geld, macht immer wieder kleine Ausflüge. Nein. Okay, da ist schon so ein bisschen Gefahr gegeben. So, aber hier werden erstmal Bären ohne Ende ausgewechselt. Und ich brauche einen Hausmeister, der Geister jagen kann. Scheiße! Günstig ist an sich in Ordnung. Reizbar, nein, das geht weg. Faul geht auch weg. Unermüdlicher Romantiker, der garstig ist. Nö, wir brauchen neue Bewerber. Damit die Geister dann hoffentlich auch recht bald weg sind. Weil sonst kriegen wir ein kleines Problemchen. Aber geldlich geht es uns ja eigentlich noch überraschend gut. Könnte schlimmer aussehen. So, was haben wir denn hier? Günstig, ah ja, das ist unser günstig Mann. Unser Günstiger. So, müssen wir nochmal ein kleines bisschen hier abwarten. Haha, da war gerade der 24. Juni gewesen, mein Geburtstag. So schnell geht's, da hat man im Spiel Geburtstag. So, aber jetzt können wir, glaube ich, neu einstellen. Hoffentlich. Inspiriert. Ja, komm. Inspiriert nehmen wir. Und Hausmeister brauchen wir. Einen Geisterjäger, verdammt. Ist ja schön und gut, dass du da so deine Talente hast, aber es bringt mich nicht weiter. Oder haben wir hier einen Geisterjäger? Ich glaube nicht. Nee, Geisterjäger ist absolut nicht vorhanden bisher. Das ist wenig förderlich, um das mal so zu sagen. Na gut, vielleicht finden wir den Geisterjäger ja in der nächsten Folge, wenn ich schon so eine gute Abmoderationsmöglichkeit bekomme. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ciao, ciao.